Also morgen ist der 35. Jahrestag der Zwentendorf-Volksabstimmung und heute haben sich Atomgegner aus ganz Österreich hier vor dem Parlament versammelt, um an die Koalitionsverhandler von SPÖ und ÖVP zu appellieren, dass sie bei ihren Koalitionsverhandlungen auch Anti-Atom-Politik machen, die auf Europaniveau ist. Viele Entscheidungen, die Atompolitik betreffen, werden in Brüssel gefällt, bei der Europäischen Kommission, im Europäischen Parlament. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass Österreich da eine starke Stimme in Brüssel hat.